Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Game Dev Masters. So, die Buchung für die GamerCon Convention ist eröffnet und ich habe bis zum Ende des Monats Zeit, mich anzumelden. Kann ich natürlich machen, deswegen, ich lasse ihn mal hier. Wir gehen mal ganz kurz hier auf, wo warst du? Hier, Kongresse. Und wir können jetzt quasi hier für die GamerCon, können wir uns einen kleinen Stand mieten. Und wir haben allerdings noch kein Game. Aha, okay. No valid. Okay, wir haben zumindest kein Game, was hier jetzt halt irgendwie im Showcase kommen würde oder sowas. Also können wir das lassen. Wir machen dann mal einfach die Aufträge noch gar fertig. Ich weiß noch nicht, ob ich die Pop-up-Fenster lasse. Aber wenn ich da natürlich mit nur einem Klick rauskomme, ist das gut. Ich mache jetzt hier auch gerade mal auf Schnelllauf. Hauptsache, wir kriegen Geld rein. Jawohl. Abgeschlossener Vertrag. Fristgerecht abgeschlossen. Jawohl. Dann nächster. Da haben wir auch 4 Wochen Zeit. Das sollten wir locker schaffen. Ich könnte dann zwischenrein mal wieder meine Dingsy hochskillen. Meine Geschwindigkeit. Weil je höher meine Geschwindigkeit natürlich ist, desto besser kann ich dann natürlich die Aufträge fertig machen. Ja, schließen. Dann gehen wir mal hier auf Training, auf Geschwindigkeit und ich kann jetzt hier schon das hier machen. Wir haben die Ebene 3 erreicht. Wir bekommen dann 2 Punkte gewonnene Geschwindigkeit. Man muss auch bedenken, ich habe mir dann auch überlegt, naja, ich zahle hier für einen Punkt zahle ich 1000, für zwei zahle ich 5000. Aber hier geht es wirklich um Geschwindigkeit, ne? Und Geschwindigkeit kostet. Weil wenn ich jetzt halt einmal eine Schulung mache und dann gleich 2 Punkte bekomme, ist es natürlich von dem Zeitfaktor besser, als wenn ich jetzt halt, zweimal eine Schulung mache für nur einen Punkt. Ich spare mir natürlich Geld, aber jetzt am Anfang, ich muss nicht unbedingt jetzt drauf schauen, sage ich mal so. Also es geht auf jeden Fall, dass ich das mal schul hier, weil wir haben jetzt 220.000 und wir sollten mal ganz kurz hier auf, genau, digitalen Vertrieb müssen wir noch gehen. Das hätte ich nämlich jetzt fast vergessen. Und zwar, wir haben hier die Möglichkeiten Xcube, GameStation und Steam. Wir haben natürlich nicht für die Stations irgendwas gemacht, von daher gehen wir gleich direkt auf Steam. Hier können wir unser Geld im Grunde loswerden, ja, unser Spiel im Grunde auswählen. Es ist Faulprozess. Und wir können dann sagen, okay, wir wollen das Ganze starten mit einem Rabatt von, keine Ahnung, 5% zum Beispiel. Können noch das Ganze ein bisschen beschreiben. Dann, keine Ahnung, was ihr faulige Sache das so. Ist total egal, was ihr da reinschreibt. Ihr könnt auch euch ganze Romane hier einfallen lassen mit 256 Zeichen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Für uns ist das eigentlich irrelevant. Das ist nice, dass man es machen kann, aber nicht interessant für Punkte oder sonst irgendwas. Hier, glaube ich, kann man gar nichts machen. Nee, das ist einfach nur so. Wir melden ja auch nur ein Spiel an und dann machen wir Spiel veröffentlichen. So, jetzt haben wir das. Also es läuft jetzt drauf. Wir können uns die Store-Seite auch anschauen, wegen Bewertungen und so weiter. Da kommen dann nämlich noch Kundenrezensionen mit dazu. Aber was jetzt halt interessant wäre, wäre dann nochmal hier die der Kongress. Achso, okay, da bin ich jetzt dran vorbei. Ansonsten hätte ich mich jetzt halt noch anmelden können, weil jetzt habe ich ja das Spiel, was ich veröffentlicht habe, glaube ich zumindest, dass ich das machen kann. So, wir nehmen den Job an. Da müsst ihr auch immer aufpassen, ne? Wenn ihr eine Schulung macht und den Job annehmt, er macht zuerst die Schulung fertig und die Zeit läuft. Also macht am besten erst die Schulung fertig und nehmt dann den Auftrag an. So, da könnte sein, dass wir es nicht schaffen jetzt. Ist aber auch egal, 15.000 kriegen wir trotzdem für die getane Arbeit, ne? Und Dezember, dann können wir eigentlich gleich schon mit den nächsten anfangen wahrscheinlich. Das füllt sich jetzt dann gleich mit 6 Stück. Jawohl, vollbracht. Ich lasse jetzt einmal die eine Woche dann noch durchlaufen, schnell. Zack, zack, zack. Sie wurden zur diesjährigen Game Awards Show eingeladen. Wollen Sie dabei sein? Ja. So, schauen wir doch mal.
ihr dumm gelaufen, ihr dumm laufen mit ihrem Spiel Asset Flippers, Angel Exhibits mit ihrem Spiel, diese Immensangriffe. Okay, das ist dann immer auch teilweise ne, das gleiche Spiel auf den verschiedenen Kategorien. Und ich bin mit meinem Spiel hier nirgends vertreten. Die heftig Vergnügen. Ja, Mietspiel des Jahres, großes Spiel des Jahres, kleines Spiel des Jahres. Also leider nicht. Also das mit ihrem Spiel, das ist nicht, ich glaube, oder ist es mein Spiel? Nee, weiß ich nicht, das hatte ich noch nie da stehen. Okay, lassen wir es einfach mal. Wir sind in der Woche 4, die ist gleich rum. Und wir haben insgesamt 6 neue Aufträge, die wir natürlich dann auch erst einmal hier schnell abarbeiten. Gibt Forschung, wisst ihr ja, und Forschung brauchen wir, um dann wirklich in die Forschung wieder einzusteigen. Deswegen machen wir jetzt halt mal ganz kurz diese 6 Aufträge durch. In der Hoffnung, dass ich auch alle... Nee, leider nicht. Dann warte mal, wir könnten noch mal auf... wir könnten noch mal auf Training gehen. Mit Geschwindigkeit. Lassen wir mal schnell durchlaufen. Wir haben ja, wie gesagt, ein bisschen Geld. Wir haben auch Zeit, um diese Aufträge zu erledigen. So. Training, Geschwindigkeit... Immer wieder mal ein bisschen, ne? So, dann machen wir wieder einen Auftrag. Job annehmen. Jetzt läuft es auf jeden Fall schon mal etwas schneller. Noch nicht ganz so schnell, dass es passt, aber ist in Ordnung. Hauptsache, ich kriege zumindest dieses Grundgeld, ne? Fans ändern. Ey, ich habe schon 24 Fans. Ja, krass. Ich glaube, gerade am Anfang, wenn man sich das so aufbauen kann, erstmal wirklich auf die Forschungen zu gehen, diese Jobs annehmen, mit denen man wirklich gut Geld verdienen kann und die Forschung raustreiben und dann erst so immer mehr in die Spielerichtung reinzugehen. Durch das, dass ich das Spiel halt jetzt schon ein bisschen gemacht habe, ist es natürlich hervorragend. Da wird er 33.000. Teilweise kommen hier auch Multiplikatoren mit rein. Mal 2, mal 3, irgendwie sowas. Auch bei der Forschung. 26.000, okay. Haben wir nicht ganz geschafft. Wir sind im April, das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Möglichkeit, ein bisschen die E4-Konferenz, ja, schön. Aber die möchte ich mir eh nicht leisten. Oder möchte ich mir die leisten? Ich weiß es nicht. Der kleine Stand kostet halt 50, aber ich habe kein Game, was dafür gehen würde. Also von daher, ich schaue aber halt immer wieder rein. So, für 320.000 haben wir trotzdem gekriegt. Gut, dann machen wir hier nochmal auf Training und zwar Geschwindigkeit. Wir können mal in die Mails ganz kurz gucken. Man sieht hier seinen Steam-Verkauf. Also man sieht dann 1000 Gewinn, 3000 Gewinn, 6000, 9000, 12.000. So, Spieleentwicklerbericht. Nach einer Überprüfung der neuesten Spiele von Bobas Studios gebildet. Kritiker sind sich einig, dass das Spiel Probleme mit seinen Gesamttechnologie- und Designstufen und seinen Design-Tech-Balance. Ja, das haben wir halt. Das ist ganz klar jetzt halt am Anfang. Herzliche Glückwünsche. Halle Bobas, herzlichen Glückwunsch zur Veröffentlichung Ihres ersten Spiels. Es ist Faulprozess. Erstaunliche frühe Ergebnisse mit einer Punktzahl von 6,3. Ich hoffe, dass große Dinge noch kommen werden, Bobas Studios. Ich freue mich auf weitere Ergebnisse. Alles klar. Ich lösche die einfach alle, weil ich wüsste nicht, für was ich die aufheben soll. So, lassen wir mal hier laufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Forschung rein und gehen nochmal hier in den Deep Dive, den ich ja das letzte Mal erklärt habe. Wir gehen nochmal auf Kobolde, weil wir sind hier noch nicht fertig und ich möchte nicht noch zusätzlich anderes Zeug erforschen. Wir haben hier noch alle Genre, ne?
Was mich interessiert ist eigentlich, weil Action passt ja toll zusammen, also brauche ich da jetzt halt erst einmal keine Punkte reinstopfen. Mich würde interessieren, wie passt es für Reife? Das sind 15 für Erwachsene, sind wir schon bei 30 Punkten. 45, also gut, wir können das komplett erforschen, die 40.000 haben wir ja. Also machen wir da einmal forschen, ich lasse mir dann das Ergebnis auch anzeigen. Und dann sehen wir nämlich, mit welcher Zielgruppe es zusammenpasst, dass wir das dann entsprechend richtig auswählen können. So, einmal fertig, wunderbar. Bad Match mit Kindern, ein gutes Match mit Teens, ein großartiges Match mit Erwachsenen und ganz okay mit den Ältesten. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Dann würde ich sagen, wir gehen einmal auf Engine-Eigenschaften. Wir sollten, weil das haben wir jetzt halt gelernt, wir sollten jetzt mal gucken, dass wir hier Sachen lernen oder erforschen, besser gesagt. Bühnenfunktion kostet 62.000. Die habe ich noch nicht gekauft gehabt tatsächlich und ich habe jetzt das Geld. Ich habe die nie gekauft, ich weiß nicht. Machen wir mal. Oh, deswegen. Wir haben jetzt quasi Bühne, also wir haben jetzt quasi eine Forschung gekauft, dass wir selber gar nicht forschen müssen. Die hier kostet dann 124.000. Das könnten wir mal, wenn wir eine gute entwickeln, dann bekommen wir da ganz gut Geld rein. Immer wieder mal. Also nicht viel, aber wir bekommen Geld rein. Und Bühne 3 würde nochmal 124.000 kosten. Wow. Okay, das ist nice. Da habe ich natürlich jetzt das Geld rausgepulvert, aber ich denke, das passt schon. Wir schauen mal bei Bühne 1. Was wichtig wäre, mir persönlich, wäre auf jeden Fall Spiel speichern. Es ist nämlich blöd, wenn du ein Game zockst und kannst es nicht speichern. Es ist halt eine separate Funktion. Ich meine, die Spieleentwickler, die dieses Game entwickelt haben, die müssen ja auch wissen, was sie machen. Also von daher ist es eigentlich nicht einmal schlecht, so hinter die Kulissen zu gucken, was da so ein Ablauf angeht. Finde ich wirklich nice gemacht. So, gehen wir nochmal auf Forschung und machen ja grundlegende Tutorials. Also das finde ich so wichtig bei Spielen. Hier haben wir ein tolles, ausführliches Tutorial mit drin in dem Spiel. Es ist aber wirklich so viel Text zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich so zufrieden bin mit dem Tutorial, was dieses Spiel bietet. Also ich habe im Laufe der Zeit dann selber rausgefunden, wo ich drauf achten muss. Wir machen nochmal Engine-Eigenschaften. Und zwar eine lineare Geschichte. Die kostet halt 25, deswegen ist die grau und ich habe nur 17. Machen wir die noch. Und dann entwickeln wir mal unsere erste eigene Engine. Engine erstellen. So, jetzt haben wir nämlich hier unten die unterschiedlichen Sachen. Ich mache jetzt mal, wählen Sie alle. Wir haben jetzt gerade Entwicklungskosten von 10.000. Aktuelle Salden sind aber 14.000. Also im Grunde kann ich nicht viel dazu nehmen. Wenn ich das damit hinzunehme, bin ich schon bei 15.000. Ja, ist quasi mehr, was ich verdiene. Jetzt mache ich mal, wählen Sie alle. Wir haben bei 25.000, dann sind die drei ausgewählt von Bühne 2 und von Bühne 3 wären sie auch ausgewählt, hätte ich da was gemacht. Okay, 25.000, ich würde sagen, wir erstellen die Maschine. Wir gehen jetzt damit ins Minus, aber das darf man nicht vergessen, kommerzielle Lizenz auf jeden Fall auf Ja. Und die Prozentzahl könnte, keine Ahnung, ob man die machen kann, wie man möchte. Ich lasse jetzt mal auf 10, weil ich nämlich die Befürchtung habe, wenn ich das jetzt auf 30 hochhaue, dass die dann keiner nutzt. Und 10% von 10.000 ist immer noch besser als ne, gar nichts. So, Engine erstellen. Jetzt entwickle ich quasi meine eigene Engine mit diesen Grundlagen, die wir mit hinzugefügt haben. Wir haben minus 40.000. Wir werden dann auch eine Meldung bekommen, dass wir im Minus sind. So, wir haben aber auch hier schon wieder Aufträge und können dann diese ja 40.000, die Setzer sind, locker wieder reinholen. Also man kann durchaus mal ins Minus kommen,
ohne dass irgendwas passiert. So, alleine schon mit dem Auftrag 27.000. Mit dem Auftrag haben wir dann 24 bzw. 32. Und schon sind wir raus aus dem Minus, also das ist nicht schlecht. Schauen wir mal Kongresse. Klein, aber ich habe kein Valid Games. Okay, alles klar, dann schließen, dann geht die halt an mir vorbei. Und schaffen wir es. Und ich bin auch schon wegen einem Punkt, habe ich es nicht geschafft. 18.000. Und vor allem 5 verbleibende Woche, ne? Wochen für die Punkte, die ich im Grunde auch in 2 bis maximal 3 Wochen schaffen kann. Und die Geschwindigkeit reißt natürlich auch viel raus. So, dann haben wir nochmal 25.000. Hier, wenn wir Glück haben, kriegen wir nochmal 32.000 und schon geht unser Geld nach oben. So, Finanzwesen, Transaktionen, Studio, genau, Studio Vorteile wollte ich auch nochmal zeigen. Das war im Grunde das, was wir am Anfang ausgewählt haben. Büro Perk 1, wir haben mehr Umsatz, wir haben mehr Fans, wir haben mehr Umsatz, aber höhere Kosten, oder? Nee, verringere die Kosten, genau. 10 Kosten, 10% Hype. Ich würde den hier nehmen. Also mehr Umsatz und weniger Kosten. So, Punkte gesamt habe ich einen, aktuelle Punkte 0. Also im Grunde kann ich da jetzt gar nichts machen. Also das da haben wir ja ausgewählt, ne? Das andere Büro Perk 2, 3, 4, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. So, das ist der aktive Bonus, den wir jetzt haben. Nice. Ja, vielleicht seht ihr auch ab und zu mal die Multiplikatoren, die hier hochgehen. Es geht relativ schnell, aber man sieht dann ab und zu halt einmal dieses Mal 2 oder so. So, den haben wir nicht erledigt. Aber 24.000 kriegen wir trotzdem. Und dann holen wir uns nochmal 24.000 bzw. 36.000. Und dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir mal noch ein Spiel entwickeln. Oder auch nochmal in die Forschung gehen. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Abgeschlossen, 36.000. Wunderbar. Hier sind jetzt halt im Grunde unsere Engine. Also wir haben ja jetzt diese Engine 1. Habe ich die gar nicht? Okay. Wir haben eine Engine-Leistung von 6. Anzahl der gemachten Spiele sind bis jetzt 0. Also die wurde noch nicht eingesetzt. Triebwerksumsatz bin ich mir nicht sicher. Ist das jetzt Geld, was ich damit gemacht habe? Oder da könnten wir mal in die Mails gucken. Genau, Triebwerksumsatz. Also wir haben jetzt zum Beispiel von Pulse Gaming haben wir jetzt $2.900 Umsatzbeteiligung bekommen, eben 10% von dem hier. Und das finde ich nice, weil das haut uns natürlich auch nochmal Geld drauf. Und dann entwickle ich doch gerne mal Engines, ne? Hier sind es 3,6, hier sind es 3,8, also das ist nice, wirklich nice. Schauen wir mal wegen dem nächsten Spiel. Also wir nehmen wieder Kobolde, weil da kennen wir uns jetzt halt besser aus. Wir machen wieder Action. Was anderes haben wir nun erforscht. Tolle Kombi ist Major. Also wie ich es mir eigentlich auch beim letzten Mal dachte. Wahrscheinlich ist deswegen auch die Bewertung gut gewesen. Plattform auswählen, haben wir PC. Da muss man natürlich nicht nochmal zahlen. Also Entwicklungskosten die 12.000, aber nicht mehr die den Besitz abbrechen. So, wenn ich es richtig verstanden habe, hoffe ich zumindest. Suchmaschine, da nehmen wir natürlich unsere eigene. Immerhin haben wir jetzt halt hier Engine-Leistungsstufen 6. Da haben wir nur 3. Das wird man jetzt dann auch wahrscheinlich gleich sehen. Und dann machen wir wieder einen tollen Namen für das Kobold-Spiel. Diese Petit-Reaktion, diese Miniaturaktivität, ja, das passt doch. Diese Miniaturaktivität. Kobolde, wunderbar. So, einmal bestätigen. Dann fang mal an hier. So, wir können jetzt eben das hier in unsere Engine reinbauen. Wir haben Technikpunkte 2 zur Verfügung.
Und hier sieht man ja die Tech-Kosten. Also ich kann leider nicht alle drei reinpacken, aber ich kann sagen, okay, mir ist wichtig, dass man das Spiel speichern kann. Es kostet halt ein Tausender mehr. Und mir ist es wichtig, dass wir ein gutes Tutorial haben für die Leute. So, einbauen. Und hier wieder natürlich das mit den Reglern. Wir haben hier sehr hoch, hoch, normal. Design fokussiert. Wir haben 100% Design. Das ist natürlich wieder super toll. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich es anders mache. Ich möchte es mal probieren. Ich möchte es mal anders probieren. Wir haben ja Design, wollen wir ja um 70% runterpacken. Also, und ich muss mit sehr hoch mindestens auf 30 sein. Das würde heißen, ich würde das hier kuppeln, festsetzen, weil ich ja Design runter haben möchte und würde normal, da wir den normalen bis zu 100% auch hoch pushen können, geht natürlich nicht, das hört immer hier irgendwo dann auf, würde ich sagen, wir machen hier jetzt mal mehr als bei dem Design und 70% Einfluss. Das würde heißen, ich hau jetzt halt einfach mal den Tech-Einfluss auf 45%. Wir machen natürlich auch Marketing, nicht vergessen. Da sind wir schon bei 32% Geschwindigkeit. Das letzte Mal hatten wir 16%. Und dann können wir Phase 1 beginnen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Das habe ich nämlich in meinem Game, also mein privates Spiel, nicht gemacht. Da habe ich immer drauf geschaut, dass die Werte auch der Reihenfolge nach waren. Also das Niedrigste wirklich am niedrigsten und das Höchste am höchsten. Und das andere dann eben so irgendwo dazwischen. Aber ich glaube, das haut ganz gut hin. Wir haben zwar die Prioritäten, aber das hat ja nichts damit zu heißen, was wir hier fokusmäßig machen, ne? Wir müssen uns halt nur in dem Umfeld bewegen. Okay, wir haben niedrig. Niedrig 30%. Design fokussiert. Wir haben Design eigentlich, ja, müsste ein wenig runter, ne? Das heißt, wir gehen damit auf jeden Fall. Ach, und das, da haben wir nochmal, okay, wenn wir da niedrig sind, dann machen wir auf 10%. Das hat ja nur 50% Einfluss. Und machen, das ist 90% Fokus. 70% Tech. Tech müssten wir ein bisschen nach oben schrauben, ne? Das heißt, wir geben hier mehr Beachtung drauf. Da gehe ich jetzt mal auf 55 und dann sind hier nämlich nur noch 36%, aber es hat 90 Einfluss. Also das, was ich hier dazwischen habe, vom Wert her, ich weiß nicht, ob ich da ganz gut hinkomme. Das sind knapp diese 20%, was wir auch hier Unterschied haben. Hm, werden wir sehen. Je näher auf jeden Fall die Werte sind, desto besser. Das ist im Grunde nochmal so ein, ja, ich sehe es wie ein Minispiel an. 50, 67, okay, hat nicht gepasst. Wir brauchen weniger Design. Wir haben einmal Design fokussiert. Das heißt, wir können, das soll sehr hoch sein. Das heißt, wir können das mal hier auf 30% machen. Und wir haben ja hier 90 und 60% Tech-Einfluss. Von daher die 90% hauen wir jetzt einmal ein bisschen weiter nach oben. Ja, das machen wir ganz nach oben. Weil wir haben ja hier auch nochmal einen 30%igen Unterschied. Ich denke, das ist okay. Ich habe hier leider nichts zum Ergänzen. Machen wir halt einfach mal. Sehen wir dann schon, wo wir rauskommen. Ja. Sie wurden zur diesjährigen Game Award Show eingeladen. Wollen Sie dabei sein? Na, mach doch. Okay. Diese Miniaturleben, schlechtestes Spiel des Jahres. So. Hype wird erzeugt. Mach mal. Und dann würde ich sagen, einfach mal stoppen. Nee, wir sind immer noch. Also irgendwie bekomme ich das mit dem Optimieren nicht so hin, wie ich es gerne haben möchte. Ha, schauen wir mal. Paketspiel. Es ist bestimmt schlecht, oder? 6 Euro? Hallo?
Ich hatte noch nie alle über 5, aber er hat ja hier schlecht, ne? Teufel. Früher dachte ich, Gaming sei ein gesundes Hobby, aber nach diesem Spiel denke ich, dass es das pure Böse sein könnte. Wenn sie sich langweilen, wird dies zumindest ein bisschen Zeit totschlagen. Nun, ein Meisterwerk ist dieses Spiel nicht, aber es ist passabel. Ich mag dieses Spiel einfach, es ist einen Kauf wert. Das klingt doch nice. So, entschieden Erfolge, AI, Wegfindung und bei der Grafik Cell Shading sind die neuen Forschungen, die wir gelernt haben. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier die Jobs wieder machen. Ich schau mal, dass ich die möglichst schnell durchlaufen lasse. Und dann können wir nämlich nochmal Forschung machen. Halt, digitaler Vertrieb und Steam darf ich nicht vergessen. Diese Miniaturaktivität ist ein AAA-Game natürlich. Und kein Rabatt. Spiel veröffentlichen. Okay. Sollte passen. Wir kriegen jetzt ja dann immer Spieleentwickler, Design Tech Balance, Triebwerksumsatz haben wir hier nochmal 3,4 und da nochmal 3,3. Lässt sich gut gehen, ne? So ein bisschen schneller. Jetzt wird ein bisschen langsamer. Job annehmen. Also irgendwann bin ich... Oh, Steam-Verkauf. Nice. Netzwerk. Auch nice. Nächstes. 36 haben wir auf jeden Fall erfüllt. Aber ich schaue manchmal gar nicht mehr drauf. Habe ich es jetzt erfüllt oder habe ich es nicht erfüllt? Ich warte einfach nur, bis die Punkte da oben reingeplöppt sind und dann mache ich das nächste. Jawohl, Fans haben wir 7 dazu bekommen. Jetzt haben wir schon 41 Fans, ey, hallo. Jawohl, geschafft, cool. 31.000. Dann werde ich nochmal auf Forschung gehen und ich denke, dass ich nochmal die Geschwindigkeit ausbauen werde. So, jawohl. Auch nochmal 35.000. Oh, da kann man auch nochmal 35 bekommen, wenn wir es schaffen. Nochmal 5 neue Fans. Ach, das ist doch alles hervorragend, oder? Mal 2 war jetzt da. Abgeschlossen 35.000. Da können wir 43 machen. Das sollten wir locker schaffen. So. Mach hinne. Ich will noch weiterkommen. Gut. Abgeschlossen. Jetzt haben wir schon wieder 321, ne? Da haben wir 7000. 3, 11. Also es kommt jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut Geld rein in die Kasse. Wir machen jetzt mal wieder auf Training. Ich würde auch sagen, dass ich nochmal auf Geschwindigkeit gehe, wie gesagt. Wir können jetzt halt hier die nächste Stufe sogar machen, weil wir schon die Ebene 6 erreicht haben. Ist auf jeden Fall gut, ne? Wie gesagt, 309.000 Hammer. Da können wir jetzt schon mal ein bisschen Training machen. Geschwindigkeit. Mal schnell laufen lassen, das ist immer besser. Forschung geht langsam nach oben. So. Training, jetzt gucken wir mal. Design und Technik ist natürlich auch noch was, wo wir unbedingt brauchen. Ne? Hier ist Obergrenze entweder 150 oder 1500. Ja, das, ich denke mal, dass das der 1000 ist, oder? Naja, irgendwie so. Das Spieldesign könnte man natürlich mal nach oben pushen, aber ich war mit meiner Geschwindigkeit schon auf 100 oben und es geht halt richtig dann ab. Machen wir noch einmal hier Geschwindigkeit. Und dann schauen wir. Ja, ja. Und dann machen wir nochmal ein Game, würde ich sagen. Neue Spieler stellen. Wir gehen nochmal auf Kobolde. Natürlich auf Action. Zielgruppe. Plattform. Wir nehmen unsere entschieden. Klein und wir machen noch einen zufälligen
nahmen ihr schön Antwort. Das Net betrieb diese wunderbar Prozess, ihr verwirrend Prozess. Was denn noch unser lebendig Prozess? Mein Schlaff Action. Ja, schlaffe Action, ich weiß nicht, aber mein Schlaff Action lassen wir jetzt halt mal für die Kobolde. Bestätigen. So, wir haben hier Spiel speichern und ja, grundlegender Tutorial. Nochmal sehr hoch, sehr hoch. Design, Technik, das passt halt alles jetzt ja gerade. Oh. Tja. Gute Frage jetzt, ne? Design. Ich lasse es einfach so, wie es jetzt ist. Ich stelle jetzt da nichts um. So. Dann haben wir jetzt 71 Tech und 29 Design. Design fokussiert 50, 90. Ich würde sagen, wir machen mal hier ein bisschen nach oben. Dass wir hier auf die 90% ausnutzen und ziehen damit nochmal ein bisschen, nur ein bisschen nach oben. Schauen wir mal. Ich weiß immer nie, wie ich das im Kopf berechnen soll, wie jetzt was eine Auswirkung hat. Okay, Tech muss ein bisschen höher. Priorität ist hoch. Dann gehen wir da mal auf 40%. Und Design gehen wir runter auf die... Ach, geht ja gar nicht. Ich muss da auf die 30 gehen. Jawohl. Ja, also man sollte schon irgendwie drauf achten oder so, dass man in dem Bereich bleibt, ne? Dann können wir höchstens hier, da war ein bisschen mehr Technik. Ach komm, das passt. Was soll ich da lang immer rum überlegen? Okay, 35, 24. Da, die Technik geht total hoch. Mann. Aber ey, das passt. Das sind genau 3% Unterschied. Im Tutorial bekommt man gesagt, dass es ideal ist, wenn man eben da drauf kommt oder plus minus 3%. Aktuell zwar, das ist zu wenig. Okay, also wir könnten hier auf jeden Fall ein Paketspiel machen. Oder wir machen eine Selbstveröffentlichung. Das können wir ja auch mal machen. Ja, Selbstveröffentlichung. Wir hauen alles rein. Das kostet uns nochmal 70.000 zusätzlich. Aber wir haben besseres Cover. Wir haben detaillierte Spielkarte. Wir haben Ost-Soundtrack. Und wir haben eine Deluxe Edition. Deswegen kostet dann das Spiel am Ende 15 Dollar. Okay, Spielveröffentlichung. 6,2. Ey, nice. Wow, alle über 6, das ist gut. 6,4. Ich hatte eigentlich im Moment voller Spaß, aber es wird durch schlechte Designentscheidungen nach unten gezogen. Okay. Als würde man sich selbe Sonntagspredigt zum 100. Mal hören. Es ist passabel, könnte aber besser sein. Noch nie wirklich gespielt, aber passabel. Okay. Na, das ist doch cool. Dann haben wir hier Charakterentwicklung hinzugelernt. Einfache Zwischensequenzen, Dialog, Bäume, Minispiele, offene Welt, monoton. Nice. Dann, da haben wir wieder Triebwerksumsatz, Steam. Ach, so muss sein. Und jetzt gibt es natürlich noch die Jobs. Allerdings, die Jobs werde ich jetzt halt alleine mal schnell durchziehen. Ich würde sagen, wir sehen uns, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe sehr, dass euch dieses kleine Angezockt gefällt. Ich denke mal, dass ich 4-5 Parts mache. Lasst mir gerne eure Meinung dazu wissen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, liked oder lasst Kommentare. Und schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.